Wien 1867. Ein Jahr nach der österreichischen Niederlage bei Königgrätz. Gründerzeit. Aufstieg der neureichen Industriellen zur Geldaristokratie der Ringstraßenbarone. Einer von ihnen ist Eduard Baumann, ein Leinenwebersohn, jetzt Textilfabrikant. Und das ist seine Welt in seinem neuen Palais an der neuen Ringstraße. Johanna, Eduard Baumanns einzige Tochter. Karl, sein jüngerer Stiefbruder, eine Künstlernatur. Stein und Mendel, die Geschäftsfreunde, Bankiers in Wien und Paris. Und Bosbischil, Buchhalter, Prokurist und der gute Geist im Palais Baumann. Und dieser Besucher ist Rittmeister Franz Graf Artenberg. Seine hocharistokratische, bis über beide Ohren verschuldete Familie hat ihn ermächtigt, mit Baumann über den Verkauf ihrer Textilfabriken in Böhmen zu verhandeln. Die Tante Durchlaucht, Oberhaupt des Hauses Artenberg. Schockierender noch als eine Zeit, in der man mit einem Herrn Baumann Geschäfte machen muss, finden sie und ihr Haushofmeister Ferdinand die Zuneigung, die der Neffe Franz zu Johanna Baumann gefasst hat. Sein älterer Bruder Bernhard sieht die praktische Seite der Beziehung. Das Geld der Baumanns soll den Familienbesitz retten und Franzens Diplomatenkarriere finanzieren. In Baumanns Firmenkonzept passt Johannas Interesse für den jungen Grafen ebenso wie eine Heirat zwischen seinem Bruder Karl und der Tochter des Geschäftspartners Stein passen würde. Karl fügt sich diesen Plänen. Johanna aber begehrt auf. Sie liebt Franz, möchte aber nicht wie ein Aktienpaket behandelt werden. Johanna und Franz setzen sich am Ende über alle Hindernisse hinweg. Und so beginnt in diesem Wiener Ringstraßenpalais der gemeinsame Weg der Familien Baumann und Artenberg durch ein Jahrhundert bis in unsere Tage herauf. Irgendwas Neues? Der Pospischil hat schon zweimal nach dem Herrn Baron gefragt. Herr Pospischil, Pichter, Herr Pospischil. Jawohl, der Herr Pospischil ist nervös. Kann ich mir vorstellen, wegen heute Abend. Aber er braucht überhaupt nicht nervös zu sein, der Herr Pospischil. Herr Baron, können Sie sich ruhig auf mich verlassen. Ich weiß, Pichter, ich weiß. Scheißtag, ich brauche Sie heute nicht mehr. Holen Sie Frau Gräfin und die Kinder vom Volksgarten ab. Jawohl, Herr Graf. Scheißtag, ich bitte Sie, hören Sie auf, ich bin kein Graf. In so einem Palais ist man ein Graf, Herr Graf. Darf ich mir bei der Gelegenheit erlauben, zu gratulieren? Wozu denn? Weil Sie doch jetzt Baron geworden sind, Herr Graf. Dein ist der Stein, ne? Baumann, Durchlauf, der mit dem braunen Hut. Der alte Stein war wenigstens ein Herr von Stein. Aber kleiner ist er. Er ist ein Jahr jünger, Durchlauf. Trotzdem, man merkt den Unterschied. Die Artenberg waren immer groß. Ist sie schon wieder da? Jeden Freitag, pünktlich wie die Uhr. Sie weiß, dass wir da vorbeikommen und ich weiß, dass sie darauf wartet. Und das soll immer so bleiben? Möglich, dass sie den Papa jetzt zur Kenntnis nimmt.
Unter günstigen Verhältnissen tritt das große Unternehmen ins Leben. Der Friede Europas ist ungetrübt und Österreich nach allen Richtungen hin in erfreulichem Aufschwung begriffen. Ja, wenn der Herr Baron immer dazwischen greifen, dann sind wir, bitteschön, morgen auch noch nicht fertig. Pistech Spitzi, Sie machen mich ganz nervös. Gehen Sie lieber runter und helfen beim Buffet aus. Anziehen kann ich mich auch als Baron noch selber. Wie Herr Baron wünschen. Franz Josefs Orden zweiter Klasse. Erste Klasse, das ist was. Den braucht man sich nicht um den Hals zu hängen, den pickt man sich auf den Bauch und geht schon. Ich werde es dem Kaiser ausrichten. Dankeschön. Na, lesen Sie weiter. Bitteschön. Also, was haben Majestät noch gesagt in der Thronrede? Ah, da haben wir. Der Aufschwung des volkswirtschaftlichen Lebens und stetige Zunahme des Staatskredits. Postbeschild. Bitte? Sagen Sie, passt mir der Frack überhaupt? Nun, er ist schön. Zunahme des Staatskredits. Geben begründete Hoffnungen auf baldige und vollständige Regelung des Staatshaushaltes. Neppig. Neppig? Steht das auch drin? Natürlich nicht. Majestät sagen nicht neppig. Aber Majestät haben ja auch keine Ahnung von der Börse. Ich habe mir da beim Herrn von Stein eine Aufstellung besorgt. Einen Moment. Wo ist das? Das Dame. Herr Baron. 530 neue Aktiengesellschaften in 16 Monaten. 900 Millionen Gulden Kapital. Das ist viel Geld. Ja. Aber Aktien haben Sie ausgegeben für 2,8 Milliarden. Das muss ja einen Krach geben, sagt der Stein. Krach? Was heißt das? Ich glaube, er hat Crash gemeint, der Stein. Aber kann er schon Englisch? Man sollte allmählich abzustoßen beginnen. Deshalb wollte ich mit Ihnen reden. Der Stein fährt morgen nach Paris und bleibt eine Woche weg. Man sollte eine Entscheidung treffen. Also gut. Ich werde mit dem Stein sprechen. Ausdrücke sind das. Krach. Hat irgendjemand abgesagt für heute Abend? Nein, ja, alles hat zugesagt. Sogar der General. Was? Auch Ihre Durchlaucht? Die Tante? Die nicht. Die hat uns nicht einmal die Ehre, ihre Absage zuteil werden lassen. Das hätte mich auch gewundert. Was bist du? Was ist denn, wie sie ausschauen? Wieso? Na, marschen den Frack. Frack? Ich auch? Natürlich Sie auch. Schließlich sind Sie jetzt der Prokurist von einem Baron. Haben Sie überhaupt einen Frack? Natürlich habe ich einen Frack. Seit 30 Jahren. Zum letzten Mal habe ich ihn angehabt, wie das Fräulein Johanna geheiratet hat. Damals hat er noch tadellos gepasst. Ja. Noch was, diese Tänzerin, die der Strauß mitbringt. Sängerin, Herr Baron, es ist eine Sängerin. Ja, Sängerin. Moment, ich habe ihn. Wo habe ich denn den? Demoiselle Annette Berthe. Verlieren Sie den Zettel nicht, Herr Baron. Sie müssen sie vorstellen. Demoiselle Annette Berthe? Eine Französin? Das ist nicht wahr. Wie wird sie schon heißen? Annie Bertitschka. Und sein wird sie aus Olmütz. Ja. Was soll ich denn sagen? Die neueste Entdeckung des Walzerkönigs, der aufgehende Stern am Theaterhimmel von Wien. Der Stern am Wiener Theaterhimmel. Sowas halt. Soll ich es Ihnen aufschreiben? Wozu denn? Sowas kann ich mir doch auch merken. Übrigens, diese Demoiselle... Berthe. Ja, Berthe. Sie bekommt 100 Gulden. In einem Briefumschlag. Ich bin zwar kein Baron, Herr Baron, aber so viel aristokratische Lebensart habe ich auch, dass ich ihr die Gage nicht in 2 Guldenstückeln auf die Hand zahle, dem Fräulein Bertitschka aus Olmütz. Postbischel, wie schaue ich denn aus? Ehrlich, Herr Baron? Ehrlich. Ganz ehrlich? Na, ganz ehrlich. Wirklich, wie ein Baron.
Ich hab dir nichts zu verbieten. Ob du da hingehst oder nicht, das ist deine Sache, mein Lieber. Für mich existiert dieser Herr Baumann nicht. Baron Baumann. Heutzutage ist bald einer Baron. Man spricht davon, dass er vielleicht im nächsten Kabinett Handelsminister wird. Der Kaiser hat ihn empfangen. Der Kaiser muss. Ich muss nicht. Ich brauche keinen Handelsminister. Anthony, ich bitte dich. 5 Jahre sind Sie jetzt verheiratet. Die ganze Zeit über hast du mit dem Franz kein einziges Wort mehr gesprochen. Wozu? Wenn ich etwas wissen will, erledigt das der Ferdinand. Anthony, du hast keine Kinder. Ich habe auch keine Kinder. Und ob der Bernhard noch heiraten wird, die Nachkommen von Franz, das sind die letzten Achtenberg. Ja. Du lebst hier wie im Olymp. Ich will mit den Leuten aus dem Mezzanin nichts zu tun haben. Aber du kennst sie doch gar nicht. Na, danke. Nur genügt das, was ich in der Zeitung lese. Heinrich Drage, Edler von Wartenberg. Ein Ziegelbrenner. Adolf Ignaz Mautner, Ritter von Markov. Ein Bierbrauer. Heutzutage liest sich der Adelskalender wie der Börsenkurier. Du, wenn du schon hingehst, dann sei wenigstens pünktlich. Wie du glaubst. Ich habe es nur gedacht, wegen der Kinder. Bis dir. Gute Nacht. Gute Nacht. No? Habe ich nicht recht, Ferdinand? Mit Verlaub, nein, Durchlaucht. Ich weiß. Hält mich auch für eine starrsinnige alte Frau. Komm mal her, Ferdinand. Setze sich zu mir. Ich bin nicht starrsinnig. Ich bin hilflos, bin ich. Hilflos einer Welt gegenüber, in der die Leute heute leben. Und ich verstehe sie nicht. Sie reden nur von Geld. Nichts zählt mehr. Nur das Geld, das einer hat. Ein Vergnügen, bei uns Sie kennenzulernen. Meine Tochter. Herr Franz. Der neue deutsche Botschafter ist da, will dich kennenlernen. Er hat 1866 in Moltkes Stadt gedient. Schöne Schwägerin. Zufrieden, dass ich ihn mitgebracht habe? Ja, vor allem für Papa. Es ist sein großer Tag. Kalte Buffet mit dem warten wir noch. Zuerst kommt die Sängerin. Raus mit dem Champagner, dass mir ja nichts passiert. Uns passiert schon nichts, Herr Postbischil. Passen Sie nur auf, dass Ihnen nichts passiert an der Börse. Raus. Kehren. Also mein letztes Ding.
Sie müssen mich unbedingt beraten, Professor. Ein Marker fehlt in meinem Salon. Das ist nur kein Marker, Baronin, das ist schlicht und einfach ein Baumarker. Und ein guter noch dazu. Der Wackert wäre froh, wenn er so zeichnen könnte. Mhm. Macht er denn jetzt überhaupt nichts mehr, der Baumann? Na, er schreibt nur mehr Ziffern an der Börse. Schaut. Und du, Armer, musst dich für die alte Rosa. Weil mein Herr Gemahl wieder mal verschwunden ist. Christian, no. Ist das eine Festivität? Mhm. Alles da, was erst kürzlich Rang und Namen bekommen hat. Moritz, das ist nicht... Was willst du, meine Liebe? Ich bin schon in zweiter Generation, der Herr von Stein. Schön, Sie jetzt bei uns in Wien zu haben, Exzellenz. Mein Schwiegersohn hat mir von der Gastfreundschaft in Ihrem Berliner Haus vorgeschwärmt. Tja, nun habe ich es endlich geschafft, hierher versetzt zu werden. Da geht der Graf nach Berlin. Das ist aber noch nicht sicher. So gut wie, mein lieber Baron, so gut wie. Vorstellung bei seiner Majestät, meinem Kaiser, ist fixiert. Während des Besuchs der Weltausstellung im Mai. Prächtiges Haus. Naja, es gibt nur eine Kaiserstadt, es gibt nur einen Wern. Der ist doch ein Schnorrer, der Baumann. Und für so einen Abend hätte sich schon dem Strauß eine ganze Kapelle engagieren können. Nehmt euch ein Beispiel an den Wertheim. Wertheim? Pardon, ist das der mit den eisernen Geldkassen? Ja, der. Das ist ein Kavalier. Der hat sich vom Strauß seine eigene Polka komponieren lassen. Feuerfest. Wenn ich da Baumann wäre, hätte ich mir einen Walzer bestellen. Samt und Seide. Das wäre doch was. Für einen Textilfabrikanten. Bauunion wackelt. Oh, Christian, Tante Erna. Sie muss ich leider entführen, Herr von Stein. Der deutsche Botschafter möchte Sie kennenlernen. Habt ihr den Karl wo gesehen? Er ist verschwunden. Er wird schon wieder auftauchen. Aber. Hast du gehört? Tante Erna hat gesagt. Ein wirklicher Graf braucht kein Standesbewusstsein. Wo wird er schon sein, mein Herr Schwiegersohn? Irgendwo in der Nähe von einem feschen Mädel. Meine Tochter hat leider den falschen Baumann geheiratet. Also, auf das Wohl des Hausherrn. Das ist wirklich alles sehr eindrucksvoll. Man wird doch nicht alle Tage, Baron. Ist das... ein Vorfahre? Der Ahnherr des Geschlechts, Karl Eduard Baumann, Leinenweber aus Goltschin. Ziemlich neu. Den guten Karl Eduard Baumann hat zeitlebens niemand in Essig und Öl gemalt. Sie glauben nicht, was manche Leute heutzutage für ein Geschäft daraus machen, Ahnengalerien zu fabrizieren. Ein bisschen Familienähnlichkeit und schon hängt der Stammvater an der Wand. So wie meiner. Gräfin, Liebste, Sie müssen unbedingt zu meinem nächsten Schur kommen. Gerne, Baronin. Als neuer Mann in Wien muss ich mich umfassend informieren. Sie waren vorher in der Armee, höre ich. Ja, aber 1866 bei König Grätz und 1870 bei Sedan gestanden. Sind Sie, Exzellenz... Also ein Krieg, den kann man leicht gewinnen, aber 5 Milliarden Goldfrancs anlegen. Wie darf ich das verstehen? Mein Schwager und ich, wir haben auch ein Bankhaus in Paris, Stein und Mendel, Rue de Rivoli. Wir wären schlechte Bankiers, wenn wir nicht wüssten, wie viel von den 5 Milliarden Goldfrancs, die die Franzosen Kriegsentschädigung an das Deutsche Reich gezahlt haben, schon nach Wien geflossen sind. Doch zweifellos eine willkommene Belebung für die Wirtschaft der Monarchie. Aber ja, Eure Exzellenz, gewiss. Wir waren klug genug, uns in diesen Krieg nicht einzumischen. Keine Rache für Königgrätz. Wir profitieren. Sie brauchen sich nur umzuschauen in Wien. Die neue Oper ist schon fertig. Neues Burgtheater bekommen wir auch. Also ich persönlich gehe lieber ins Karl-Theater oder ins Theater an der Wien. Dort spielen sie die Operetten von diesem Offenbacher.
Neues Rathaus wird gebaut, neues Burgtheater, neue Börse. Und solche Palais wie das hier gibt's an jeder Ecke der Ringstraße. Dort ist der Oberbaurat Hansen. Der hat ein halbes Dutzend Baustellen gleichzeitig in Arbeit. Aber? Wieso aber? Na, so wie Sie das sagen, Herr von Stein, ist er irgendwo ein Pferdefuß. Ein Pferdefuß? Ihre Milliarden, Exzellenz, nicht nur Ihre Milliarden, überhaupt. Zu viel Geld auf einmal, zu viele Leute sind zu schnell reich geworden. Und Sie wollen noch schneller, noch reicher werden. Was geschieht? Haben Sie meinen Onkel gesehen? Den General. Ja, der war zuletzt im Arbeitszimmer mit dem Herrn Karl. Der Karl? Der sollte sich doch um die Sängerin kümmern. Aber die ist ja schon da, Herr Baron. Beim Buffet. Bereithalten, es ist bald soweit. Sagen Sie, was haben Sie vorhin gesagt? Der General und mein Bruder? Ja, die sind im Arbeitszimmer. Ich danke. Sie können sich ganz auf das Bankhaus Stein verlassen, Exzellenz. Mein Schwiegervater ist ein Indianer. Bitte? An der Börse, da nennt man ihn nur den Indianer. Er legt das Ohr auf den Boden und hört schon von Weitem die Kurse traben. Ja. Ach, da seid ihr. Ja, wir suchen dich überall, Onkel. So. Der deutsche Botschafter möchte dich endlich kennenlernen. Komm. Entschuldigen Sie. Ja, ist durch. Was war hier los? Was soll schon los gewesen sein? Der General interessiert sich für die Börse. Da habe ich ihm einen kurzen Überblick gegeben. Du? Ich? Ja, ich. Du sagst immer, dass mir der nötige Ernst fehlt. Jetzt spreche ich einmal mit einem so ernsthaften Mann über so ernsthafte Dinge wie die Börse. Ich wünsche keine Geschäfte in der Familie. Außerdem sollst du dich um diese Sängerin kümmern. Oh Gott, die Annie. Die wird total vergessen. Heutzutage ist alles so einfach, Exzellenz. Man gründet eine Aktiengesellschaft. Da braucht man ein bisschen Papier, das wird schön bedruckt und schon kaufen die Leute wie verrückt. Und wer kein Geld hat, um zu kaufen, der braucht sich's aus. Jeder spekuliert, ganz Wien spekuliert. Jeder Kommi, der einen Gulden aus der Portokasse gestohlen hat, ist heute schon Aktionär. Und wenn erst die Weltausstellung eröffnet ist, Exzellenz, na, da werden Sie was erleben. Anderswo gehen die Fremden ins Museum, bei uns gehen sie auf die Börse. Sie sind ein Pessimist, Herr von Stein. Ich bin ein Optimist, Exzellenz. Ich leihe nämlich weiter Geld aus an gesunde Unternehmer wie Baumann und Company. Zusammenbrechen wird nämlich nur die Spekulation, nicht die Wirtschaft der Monarchie. Die Monarchie ist reich, Exzellenz, unendlich reich. Ich sehe, wir werden gesucht. Exzellenz. Lieber Onkel, darf ich die Exzellenz von Bülow vorstellen? Botschafter seiner Majestät des deutschen Kaisers. Exzellenz, es ist mir eine Auszeichnung. Ich hatte die Ehre, Ihnen bei König Grätz gegenüberzustehen. Graf Moltke hat erst kürzlich wieder mit großem Respekt von Eurer Exzellenz Truppenführung gesprochen. Ja, das hat mir der Generalfeldmarschall in Berlin auch erzählt, dass er hörte, dass ich ein Artenberg bin. Dieser Artenberg hat mir die größten Schwierigkeiten gemacht. Leider nicht genug, um den Krieg zu gewinnen. Ich bitte Postbeschild, halten Sie mir die Baronin vom Leibe. Hm? Vor 10 Jahren haben Sie aber noch ganz anders geredet, Herr Baron. Vor 10 Jahren? Damals hat sie mich nicht gewollt, Gott sei Dank. Dieses Ballet hier, mein lieber Oberbaurat, fantastisch. Dieses Interieur. Erst vor ein paar Tagen habe ich zur Pauline Mette nicht gesagt,
Der Hansen, habe ich ja gesagt, das ist der Mann für meine neue Villa in Döbling. Sie müssen mir unbedingt einen Entwurf liefern. Ja, mit dem größten Vergnügen, Herr die Baronin. Nur muss er unbedingt vorerst ganz schnell die Akademie, die Börse, das Parlament und den Musikverein bauen. Ich habe Zeit. Ich kann warten. Und jetzt holen Sie mal den Strauß heraus, damit wir mit der Singerei anfangen können. Sehr wohl, Herr Baron. Prost. Hier sind Sie, Meister. Ich muss Sie unbedingt sprechen. Ich habe da ein kleines Protégé, wissen Sie, einen jungen Sänger. Phänomenal. Also den müssen Sie sich unbedingt einmal anhören, Meister Strauß. Ich bitte um Verzeihung, wenn ich den Herrn Hofballmusikdirektor jetzt bitten dürfte. Was beschien, mein Guter? Tut mir leid, Frau Baronin, ich muss jetzt unbedingt den Herrn Hofballmusikdirektor hinüberführen. Bitte. Schaut. Ich bin so aufgeregt. Ich glaube, ich kriege keinen einzigen richtigen Ton raus. Wenn man so ausschaut wie du, kann man ruhig ein bisschen falsch singen. Die vielen Leute. Im Theater sind doch viel mehr Leute und die haben sogar bezahlt. Das ist ganz was anderes. Diese ganze Familie, lauter Grafen und Barone. Naja, diese ganze Familie. Ein geadelter Leinenweber mit einem echten Grafen als Schwiegersohn. Ein jüdischer Bankier, der seiner Tochter einen Tunichtgut als Mann gekauft hat. Und ein frühzeitig pensionierter General, der an der Börse spekulieren will. Wozu brauchen wir eine Weltausstellung? Wir sind selber eine Weltausstellung. Und nun, meine lieben Gäste, eine besondere Überraschung. Meister Strauß macht uns das Vergnügen, seinen neuen Walzer zu spielen. Vorgetragen von seiner Entdeckung, einem aufgehenden Stern am Wiener Theaterhimmel. Den Namen. Herr Baron, Sie hätten den Namen ansagen müssen. Sie müssen sich nachher entschuldigen. Nachher muss ich mit dem Stein sprechen. Ich habe jetzt wichtigere Dinge im Kopf als diese Tänzerin. Sängerin, Sie sind? Also, raus jetzt. Mach's gut. Das. Wiener Blut,
eine Böhme, ich komm mir vor. Wenn sie mich kommt nur an, schon nach, da war sie auch schon froh. Doch plötzlich fährt sie ab von hier, schaut sich nicht mehr um. Sie fährt noch Böhmen, ganz gewiss, das war doch schrecklich dumm. Vergessen ist jetzt Mariante, ich denk gar nimmer dran. Ich hab eine Abgabe. Nein, also, Herr Postgeschick. Also, sowas macht man doch nicht in einem feinen Haus. Deswegen esse ich in der Küche. Ich kann mir's gut gehen lassen. Ich bin ja kein Baron. Grüß dich für den Herrn Baron, aber schnell. Ja, ich versteh's mich eh schon. Das mache ich. Bitte. Nach Ihnen hat er schon gefragt, Herr Postgeschick. Ich versteh's mich ja auch schon. Herr Postbeschin, 170 Gulden, wie üblich. Wollen Sie einbrechen? Trinkgeld von gestern. Von mir aus kann der Herr Baron jeden Tag ein Baron werden, wann immer solche Gäste kommen. Johann, ich warne Sie. Tragen Sie das Geld lieber auf ein Sparbüchel. Herr Postbeschin, lesen Sie keine Zeitung, die Kurse steigen. Weltausstellung. Eine Agathe, die bringe ich gewiss nicht an. Ich habe eine Agathe. Eier, Herr Postbeschill. Hoffentlich nicht so wasserig wie gestern. 5 Minuten Eier wie befohlen, Herr Postbeschill. Herr Postbeschill. Ja? Was flüstern Sie denn da eigentlich immer mit dem Johann? Ich? Flüstern? Mit dem? Ich hasse ihn. Ich vergehe vor Eifersucht. Meinetwegen? Nein, nicht. Wegen der Marie. Hart. Herr Postbeschild, der Herr Johann will mich heiraten. Täten Sie das auch? Mich? Sie? Mir scheint, Sie spekulieren auf eine Witwenrente. In dem Haus spekuliert schon jeder. Herr Baron, haben Sie nach mir verlangt? Postbischi, morgen. Guten Morgen. Kommen Sie. Okay. Ich muss mit Ihnen reden. Und Gott sei Dank passiert ist nichts. So fröhlich, wie Sie sind. Was soll Ihnen passiert sein? Nur weil Sie doch noch gestern mit dem Stein reden wollten, wegen der Börse. Mit dem Stein? Jesus, das habe ich total vergessen. Ja, es ist etwas passiert. Morgen! Ihr seid schon auf? Naja, die Johanna schlafen noch. Ich habe mit den Kindern gefrühstückt, weil ich bin für 12 zum Minister befohlen. Vorher treffe ich mich noch mit dem General zu einem Ausritt im Prater. Übrigens, der war begeistert von gestern Abend. Bin neugierig, was er der Tante erzählen wird. Also. Machen Sie die Tür zu. Bitte. Was ist passiert, Herr Baron? Nix, Herr Baron. Komm, setz dich. Mhm. Bitte. Lieber Leo, ich brauche deine Hilfe. Wie früher. Wie früher? So. Willst du ein Kipferl? Nein, danke. Weißt, wie du jetzt reinschaust, Eduard? Wie damals. Im alten Haus noch am Schottengrund, wenn du in mein Kammerl gekommen bist, weil du etwas angestellt hast. Hast du was angestellt, Eduard? Bis jetzt noch nicht. Aber ich will etwas anstellen. Leo.
Du musst etwas für mich tun. Schau mal, ist er nicht wunderschön? Ein Tiger, der König des Dschungels. Wie er so auf und ab marschiert. Majestätisch. Ja, wirklich, majestätisch. Er erinnert mich an deinen Vater. Und an meinen Herrn Bruder auch. Gleich zwei Tiger in einer Familie. Könige im Dschungel von Aktien und Textil. Und du bist das Opferlamm. Ein Lamm in Papier. Wenn du nur... Ja, ich weiß. Wenn ich nur für das Bankgeschäft auch so viel Interesse aufbrächte, wie für die blöde Zeichnerei. Die Auffassung meines verehrten Herrn Schwiegerpapas kenne ich. Das wollte ich gar nicht sagen. Sondern? Wenn du bloß nicht immer gleich beleidigt wärst, wenn er nur den Mund aufmacht. Das wollte ich sagen. Er meint es ja nicht so. Nein, natürlich nicht. Nein, mein Herr Bruder hat es auch immer gut gemeint. Das ist ja das Schreckliche, wenn es einer immer gut meint. Was soll man mit solchen Menschen tun? Erziehen wollen sie mich wie ein kleines Kind. Ich war immer das kleine Kind für den Edi. Er hat geglaubt, er muss einen echten Baumann aus mir machen. Was er sich unter einem echten Baumann vorstellt. Du Ärmster. Du hast mich nur geheiratet, damit du deinen Bruder los wirst. Und jetzt hast du meinen Vater am Hals, der einen echten Herrn von Stein aus dir machen will. Und mich noch dazu. Ich will einen perfekten Ehemann und einen treusorgenden Familienvater aus dir machen. Schlimm? Sehr schlimm. Nein, gar nicht. Sonderbarerweise bist du der einzige Mensch, der mich so nimmt, wie ich bin. Dabei ist es wahrscheinlich gar nicht so einfach. Ich beklage mich nicht. Ich hab dich hier haben wollen. Und du lässt mich jedenfalls nicht spüren, dass es nicht die große Liebe war. Du, Karl? Ja? Warum probierst du es nicht einmal? Was? Auch den Tiger zu spielen? Ihnen zu zeigen, was in dir steckt. Beweis es ihnen doch. Ja, du hast recht. Einmal müsste man es ihnen zeigen, dass man auch so majestätisch auf- und abmarschieren kann, wie sie. Die Herren, aber da können Sie nicht weiter. Was ist denn los? Baustelle. Da wird das neue Bett für die Donau getragen. Ja, das wollten wir uns ansehen. Na und, was macht die Polizei dabei? Demonstrierung. Was glauben die Herren, was ich da für Gesindel herumtreibe? Gut, in Ordnung, weiter. Da sind eine Masse Ausländer dabei. Sogar Franzosen. Franzosen? Ja, aus Paris haben sie sich der Funk gejagt, wie die Preußen einmarschiert sind. 1871. Und gehören zu stehen. Lauter Kommunaden, so heißen sie. Anarchismus sind leider nichts. Aber bei uns werden die keine Leute aufwiegen. Wir fischen sie schon raus, die Herren. Bitte, wenn die Herren in diese Richtung weiterreiten, dann kommen sie zum Kaiserwasser. Dort ist der Weg noch in Ordnung. Guten Morgen, die Herrschaften. Guten Morgen.
Es ist wirklich ein bisschen unruhig hier bei uns in letzter Zeit. Wundert dich das? Gestern Abend bei deinem ansonsten gewiss hochachtbaren Herrn Schwiegervater, was sich da wieder getan hat. Ich hatte den Eindruck, du hast den Abend sehr genossen. Das schon. Der deutsche Botschafter hat... Aber dieser Luxus, mein Lieber, dieser Luxus ist erschreckend. Also jetzt redest du wie ein Anarchist. Man könnte fast einer werden. Der deutsche Botschafter. Ich hatte die Ehre, Euer Exzellenz bei König Retz gegenüberzustehen. Graf Moltke spricht mit größter Hochachtung von Eurer Exzellenz Truppenführung. Da habe was davon. Diese Brillanten gestern Abend, diese Perlen. Jeder Bierbrauer hat einen Orden um den Hals. Nichts ist heute in Wien gut und teuer genug. Sogar die Donau bekommt ein neues Strombett. Wie du siehst, bei diesen Ansprüchen reicht das Alte wohl nicht mehr aus. Komm. In diesem ganzen verdammten Krieg habe ich die einzige Schlacht gewonnen. Auch ohne Zündnadelgewehr. Und heute frage ich mich, wie lange ich mir noch Reitpferde leisten kann. Onkel Bernhard, brauchst du Geld? Meinst du, ob ich Schulden habe? Also wenn du es genau wissen willst. Ja, aber ich komme schon durch. Ich meine, was diese Herrschaften alles können, das kann ich noch lang. Komm. Ich habe sie unbedingt gleich aufsuchen müssen, Liebste. War wieder mal ein zauberhafter Abend, das muss ich Ihnen sagen. Ihre Besuche freuen mich immer, Baronin. Wir sehen einander so selten, viel zu selten. Sie trinken doch eine Tasse Tee mit mir, oder lieber Kaffee? Kaffee bitte, unbedingt Kaffee. Na ja, Kaffee ist doch berühmt in Wien. Kaffee in den Salon. Sehr wohl, Frau Gräfin. Kaffee in den Salon. Da haben wir aber ein Glück gehabt, meine Liebe, dass uns die erspart geblieben ist. Bitte. Der Baron ist gar nicht zu Hause. Tagsüber pflegt er zu arbeiten. Auch am Samstag. Ja, ich verstehe das. Geld macht nur Sorgen. Kein Geld macht noch mehr Sorgen, Baronin. Außerdem ist mein Vater Arbeit gewohnt, von Kindheit an. Ich glaube, als Rentier könnte er gar nicht leben. Ja? Wissen Sie, die Baumann haben nichts geerbt. Da bekommt man eben eine andere Einstellung. Danke, Nelly. Nehmen Sie Zucker? Danke. Oder etwas Konfekt? Nein, danke. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Mein Vater ist ein Mensch, der seine Arbeit genießt, wie andere Leute ihr nichts tun. Hat Frau Gräfin noch Wünsche? Danke, Nelly, alles in Ordnung. Fantastisch. Wie Sie das machen, meine Liebe, mit dem Personal? Sie müssen mir unbedingt verraten, wo Sie die Leute herbekommen. Also ich habe nichts als Ärger mit den Domestiken. Ich bewundere es überhaupt, meine Liebste. Das Riesenhaus, die vielen Empfänge, die ganze Last liegt auf Ihren Schultern. Und dabei sind Sie doch noch so jung. So jung auch wieder nicht. Ich glaube, wir sind fast im gleichen Alter. Ja, eben. Und ich, also wissen Sie, ich bin ja ein großes Haus gewöhnt. Das vererbt sich doch Generationen. Aber Sie? Nein, wirklich, ich bewundere Sie, wie schnell Sie das alles gelernt haben. Ich hab's lernen müssen. Meine Mutter ist sehr früh gestorben. Dass der Baron nie wieder geheiratet hat. Vor 10 Jahren, da hat er Sie sehr verehrt. Ach mein Gott, vor 10 Jahren, da war ich doch noch ein halbes Kind. Und er war noch kein Baron? Und es gab auch keine gräfliche Verwandtschaft? Und das Palais hatten wir damals auch noch nicht. Ich bitte Sie, ein Mann wie er, da fragt doch keiner. Er sollte heiraten. Bewerberinnen gibt es genug jetzt. So? Das wäre Ihnen schuldig. Aber Sie brauchen eine Mutter. Was sage ich, eine Mutter, eine Freundin brauchen Sie. Ja, keine Respektsperson, sondern eine Frau, zu der Sie Vertrauen haben können. Jemand wie Sie, Baronin? Jemand wie mich?
Ja, eine Mutter, die ihre beste Freundin ist, die ihnen hilft, die ganze Last hier zu tragen. Eine Frau, die sich nicht vordrängt, die ihnen den ersten Rang in diesem Hause nicht streitig macht. Eine stille, bescheidene Frau, die ihnen eine Stütze und dem Baron eine verständnisvolle Gefährtin ist. Wissen Sie, Baronin, seit ich Kinder habe, seit mein Vater Großvater ist zweifacher, seither reicht ihm die Familie, die er schon hat. Frauen interessieren ihn nicht mehr. Oder nur noch vorübergehend. Da hier steht mein Pavillon, gleich neben der Rotunde. Der Hansen hat den Entwurf geliefert. In der Mitte ist ein großer Brunnen aus Terrakotta. Er liebt Terrakotta, der Hansen. Und die einzelnen Stoffe aus meiner Fabrikation sind wie Kaskaden drapiert, so wie ein Wasserfall. Gefällt es Ihnen? Hübsch, wirklich hübsch. Das möchte ich mir gerne ansehen. Das können Sie. Nächste Woche ist alles fertig. Ich zeige Ihnen das ganze Gelände noch vor der Eröffnung der Weltausstellung. Wenn Sie interessiert sind und wenn Sie Zeit haben. Ich bin und ich habe. Braucht er heute nicht? Durchlaucht wissen, dass es der Arzt verboten hat. Ich erlaub's ihm. Friedrich. Noch einen Wunsch, Durchlaucht? Die Kipferl. Wann altbacken? Der Wecker hat sie erst vor einer Viertelstunde gebracht, Durchlaucht. Dann hat er die gestrigen gebracht. Sie waren altbacken. Kennt er den Herrn, der da sitzt mit der jungen Person? Das ist der Baron Baumann, der Textilfabrikant, Durchlaucht. Er kommt oft, wissen Sie, wegen der Weltausstellung. Er lässt sich dort einen Pavillon bauen. Hier trifft er sich immer mit dem Oberbaurat Hansen. Also, wie ein Oberbaurat sieht die junge Person eigentlich nicht aus. Die Dame habe ich noch nicht hier gesehen. Ist gut, Friedrich, er kann gehen. Friedrich. Durchlaucht? Die Kipferln waren altbacken. Natürlich der Baumann. Ich habe ihn gleich erkannt. Er ist doch Durchlaucht noch nicht vorgestellt worden. Das macht gar nichts. Ich kenne auch Leute, die ich nicht kenne. Wer ist diese junge Person? Ich weiß es nicht, Durchlaucht. Er weiß es nicht. Er weiß doch sonst immer alles. Da, er darf weiter rauchen. Und morgen weiß er, wer die Person ist. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Den Überredenskünsten dieses Herrn, Pospischil, mein Prokurist. Ja, Pospischil. Also dem habe ich nicht widerstehen können, diesem Herrn Pospischil. Wissen Sie, warum ich gekommen bin? Weil er mir leid getan hat, der Herr Pospischil. Leid? Ja, er hat richtig gestottert. Gestottert? Mein Pospischil? Ja, er hat schreckliche Angst gehabt, ich könnte Nein sagen. Man hat es ihm angemerkt, dass er sowas zum ersten Mal macht. In solchen Dingen hat er keine Erfahrung. Und Sie, Baron? Sie haben Erfahrung in solchen Dingen? Auch nicht. Das merkt man? Mhm. Schon an den Blumen, viel zu groß und viel zu teuer. Der erfahrene Kavalier bringt bei einer solchen Gelegenheit Parmafeilchen mit. Oder sowas. Der Karl zum Beispiel, der... Sie kennen meinen Bruder sehr gut? Nein, nicht so gut, wie er gerne möchte. Er ist nicht mein Freund, wenn Sie das meinen. Da bin ich beruhigt. Ich habe so schon Ärger genug mit ihm. Das heißt aber nicht, dass ich keinen Freund hätte. Sie sind verlobt? Verlobt, nein. Und heiraten wird er mich auch nicht. Er ist nämlich ein Baron. Ich bin auch ein Baron. Ja, aber der ist ein richtiger, mit Stammbaum und so. Oh, Entschuldigung, bitte. Kein Grund. Sie haben recht. Sonst wäre mir das gestern nicht passiert. Ich habe mich zu entschuldigen, dass ich Sie nicht entsprechend vorgestellt habe.
Deshalb habe ich um diese Unterredung bitten lassen. Ich verstehe. Deshalb. Natürlich. Darf ich jetzt auch was sagen? Bitte? Sie gefallen mir. Weil Sie kein richtiger Baron sind. Und weil Sie so gar keine Erfahrung haben. Genauso wenig wie Ihr Herr Pospischil. Mhm. Ja. An sich alles in Ordnung, aber ich mache das nicht gerne, Herr Karl. Warum lassen Sie das Geschäft nicht über die Bank laufen? Sie sitzen doch an der Quelle. Sie kennen doch den alten Stein, Pospischil. Mein Schwiegervater glaubt, er muss mich kurz halten. Fast wie mein Herr Bruder. Eben. Und wenn es der Baron erfährt? Er braucht's doch nicht zu erfahren. Das Geschäft kann in 14 Tagen abgewickelt sein. Ich habe die Aktien zufällig an der Hand. Ein paar tausend Gulden werde ich auch noch verdienen dürfen. So sicher möchte ich da nicht sein mit den paar tausend Gulden. Man hört es schon knistern an der Börse. Sie sind schon wie mein Schwiegervater. Hören Sie, Pospischil, die Kurse steigen. Noch. Und sie werden weiter steigen, zumindest über die Weltausstellung hinaus. Die Ausländer werden kaufen wie verrückt. Wenn das die Familie erfährt. Welche Familie? Die Baumann oder die Stein oder die Artenberg? Der General steht ja schließlich nicht unter Kuratel. Der wird doch einen Wechsel unterschreiben dürfen, ohne die Familie zu fragen. Hören Sie, Pospischil. Ich mache doch das Ganze hauptsächlich wegen dem General. Der kann auch ein paar tausend Gulden Aufbesserung zu seiner Pension brauchen. Ja, aber die Familie. Ach, die Familie, die Familie. Ich bin auch ein Baumann. Einmal können Sie mir zuliebe auch etwas tun. Warum sitzen wir hier herum und warten? Es ist 10:50. Er ist immer noch nicht zu Hause. Er hat auch nicht gesagt, wohin er geht. Ich bitte dich, Franz, er ist ein erwachsener Mensch. Der wird doch noch weggehen dürfen, ohne was zu sagen. Das hat er noch nie gemacht. Das ist jetzt schon zum dritten Mal in dieser Woche. Jedes Mal im Frack. Und am nächsten Tag kein Wort. Vielleicht hat er eine neue Freundin. Ach, du weißt, was? Ich weiß gar nichts. Ich habe nur gesagt, vielleicht hat er eine neue Freundin. Komm, lass uns schlafen gehen. Na schön. Ich wollte ja nichts sagen. Aber wahrscheinlich ist es besser, wir reden offen darüber. Ja. Er hat eine neue Freundin. Der Papa? Mhm. Ich weiß es seit gestern. Der Papa hat eine neue Freundin? Na sowas. Wer ist es denn? Kennen wir sie? Sie war auf dem Ball. Doch nicht diese entsetzliche Baronin. Nein, nein, die nicht. Na Gott sei Dank. Die Sängerin. Die Sängerin? Ja, und das findest du so komisch? Komisch, ich finde es herrlich. Der liebe, gute, alte Papa zwickt sich ein fesches, junges Mädel vom Theater auf. Diese Person, wolltest du doch sagen. Ja, diese Person. Die kann doch nur hinter seinem Geld her sein. Warum? Der Papa ist ein sehr gut aussehender Mann. Und außerdem, na wenn schon. Es ist sein Geld und wenn es ihm Spaß macht, wir werden schon nicht verhungern. Komm, gib mir auch einen Cognac. Das muss gefeiert werden. Also ich verstehe deine Gelassenheit nicht. Nein, ich will nicht, dass er sich mit diesem blutjungen Ding zum Narren macht. Nein, ich will das nicht. Ich will nicht, dass er uns zum Narren macht. Gerade jetzt nicht. Ich verstehe. Der Herr Legationsrat befürchtet einen Skandal. Das könnte die Berufung nach Berlin gefährden. Ich bitte dich, Franz, mach dich nicht lächerlich. Das ist schließlich nicht seine erste Freundin.
Ja, früher hat ihm der Schestag die jungen Mädeln über die Hintertreppe hinaufgebracht. Na schön, er ist ein Mann und er ist Witwer. Na also, warum regst du dich dann auf? Ja, diesmal ist das was anderes. Jetzt bestellt er sie nicht mehr her, jetzt geht er mit ihnen aus, im Frack. Sehr besorgniserregend. Und woher weißt du denn das alles überhaupt? Von meinem Bruder. Die Tante Antonie hat es ihm erzählt. Die durchlaucht Frau Tante hat wieder mal das Gras wachsen. Wer weiß, ob es wahr ist. Du, sie hat die beiden miteinander gesehen. Und sie hat Erkundigungen eingezogen. Der Ferdinand hat nachgeforscht. Der Ferdinand als Privatdetektiv. Schau, Franz, eine Affäre wird das nur, wenn wir eine Affäre draus machen. Am besten wäre es, das Ganze zu ignorieren. Leider werden es die anderen nicht ignorieren. Schau, die Leute warten doch nur auf sowas. Die anderen, mein Schatz, du bleibst eben ein Graf Artenberg. Hm? Ich kann heute halt nicht über meinen Schatten springen. Ich versuch's ja. Du nimmst einen zu kurzen Anlauf. Aber kränk dich deshalb nicht. Du hast die Tochter vom Textilfabrikanten Baumann geheiratet, der damals nicht einmal noch ein Baron war. Das war Tapferkeit genug für einen Artenberg. Hm? Und jetzt lass dem lieben guten alten Papa auch seinen Spaß. Das ist doch wohl noch was anderes. Natürlich, heiraten wird er sie ja nicht. Wer sagt euch das? Wer sagt euch, dass ich nicht die Absicht habe, diese Dame zu heiraten? Gute Nacht, meine Lieben. Schlaft schön. Mach nicht, als ob du schläfst, Leo. Du hast genauso auf mich gewartet wie die beiden da unten. Man macht sich eben so seine Sorgen. Entsetzlich, wie es bei dem ausschaut. Wie kann ein so ordentlicher Mensch in so einer Unordnung leben? Ich bin auch nicht ordentlicher als andere Leute. Ich konzentriere nur meine Unordnung auf einen Raum. Die unten wissen Bescheid. Das war auf die Dauer nicht zu verhindern. Ich habe nicht die Absicht, es zu verheimlichen. Und welche Absichten, wenn ich fragen darf, haben, Herr Baron? Los des Baron. Zunächst werde ich wegfahren. Wegfahren? Jetzt? In der Situation? Vor der Weltausstellung? Den Pavillon kann der Hansen allein auch fertig machen. Und die Börse? Das macht der Stein. Und die laufenden Geschäfte? Na, um die wirst du dich kümmern. Und wozu hast du Prokura? Natürlich. Wozu habe ich Prokura? Da wäre noch etwas mit dem Herrn Karl. Auch das weiß ich. Du hast eine Zigarre für mich? Gern. Ich habe mit dem Stein gesprochen. Danke. Der hat meinen Herrn Bruder in Verdacht, dass er auf eigene Faust spekuliert. Aber bitte, das ist sein Geld. Leider ist es nicht nur sein Geld. Der General steckt auch mit drin. So was Ähnliches habe ich vermutet.
Aber ich bin nicht das Kindermädchen beider Herren. Hm. Natürlich. Es ist wirklich nicht deine Sache, für die Herren das Kindermädchen zu spielen. Was denkst du dir eigentlich? Du kannst doch nicht alles liegen und stehen lassen und einfach wegfahren, so als ob dich das alles nicht mehr trifft. Bist du denn völlig von Gott verlassen? Ich kann nicht. Ich kann. Ich kann die Fabriken verkaufen. Ich kann meine Aktien verkaufen, dieses Haus, alles. Es gehört mir. Ich hab's mir erschuftet. Mit 6 habe ich schon Holz geschleppt. Im Schloss Golotschin. Mit 10 habe ich in der Werkstatt vom Vater zu arbeiten angefangen. Das weißt du am allerbesten. Ich habe 40 Jahre lang immer nur gearbeitet. Jetzt habe ich genug. Hast du nicht auch genug, Leo? Ich? Wieso ich? Na, du schuftest doch schon seit 50 Jahren. Und was hast du davon? Du hast doch Geld genug. Ein bisschen was Erspartes. Ein bisschen was Erspartes. Ich schätze dich auf 100.000 Gulden. Leo, warum schmeißt du nicht den ganzen Krempel einfach hin und fährst an die Riviera und lässt es dir für den Rest deines Lebens gut gehen? Dazu ist es schon zu spät. So allein wie ich bin. Siehst du? Nicht einmal zum Heiraten bist du gekommen, vor lauter Arbeit. Für mich ist es noch nicht zu spät. Du bekommst meine Adresse, Leo. Aber nur du. Du kannst sie auf mich verlassen. Wenn irgendwas Wichtiges ist, dann telegrafier mir. Ich unterschreibe dir morgen noch eine Vollmacht. Gute Nacht, Leo. Gute Nacht. Hey, Eduard. Glaubst, zahlt sich's aus? Ich weiß nicht. Ich hoffe es. Tja, der Schmuck wäre noch da. Aber das kann ich ja nicht sagen. Sie wären der Einzige, der das beibringen kann, Ferdinand. Der Familienschmuck natürlich. Er ist eine Menge wert, vielleicht nicht verkaufen, nur verpfänden. Das überlebt sie nicht. Ich soll ihr das sagen? Ja, wer denn sonst, Ferdinand? Sie haben doch diese Scheinwelt um sie aufgebaut. Sie haben immer alles Unangenehme von ihr ferngehalten. Nur deshalb ist sie ja so geworden, wie sie ist. Vielleicht haben Sie recht, Exzellenz. Vielleicht bin ich schuld. Aber jetzt ist es zu spät. Sie darf nichts erfahren, Exzellenz. Nichts. Daran würde sie zerbrechen. Ich höre, du bist da. Heute? Ich bin nur vorbeigegangen. Die Frage ist, wie geht. Es geht mir gut, wie immer. Ich lebe auf meinem Olymp, wie du es zu nennen pflegst. Und sie lassen mich auch nicht draus vertreiben. Warum setzt du dich nicht? Tut mir leid, ich hab nur vorbeigeschaut. Ich muss weiter, ja? Christian. Gut, also der Ferdinand bringt dich raus. Servus, mein Lieber. Christian. Sie müssen mit dem Baron Baumann sprechen, Exzellenz. Unbedingt. Ja. Thank you.
Was Wichtiges? Nein. Der Postbeschiller hat nur das dringende Bedürfnis, mir mitzuteilen, dass nichts Dringendes vorliegt. In Wien regnet es. Telegrafiert er dir auch den Wetterbericht? Nein, den habe ich in der Zeitung gelesen. Immerhin 2 Tage hast du es ausgehalten, ohne Zeitung und ohne Börsenbericht. Warum lachst du? Weil du gesagt hast, ohne Börsenbericht. Da ist mir was eingefallen, was ganz Blödes. Ich habe einmal eine junge Dame gekannt. Nur eine? Ich meine eine besondere. Auch vom Theater. Ich weiß. Ich kenne sie. Wieso? Aber Liebling, du glaubst doch nicht, dass sowas geheim bleibt. Beim Theater. Wie sie uns zum ersten Mal zusammen gesehen haben, die lieben Kollegen, haben es mir schon alles brühwarm berichtet. Ich bin nicht eifersüchtig auf die Vergangenheit. Außerdem, der ihre Nachfolgerin zu sein, das ist keine Schande. Nicht nur auf der Bühne. Vorige Woche habe ich sie wieder mal gesehen. Als Großherzogin von Gerolstein. Was die kann, das möchte ich auch einmal können. Ich habe sie heiraten wollen. Du? Du? Findest du das so komisch? Komisch, nein. Nur verwunderlich. Das scheint es wirklich gewesen zu sein. Sie hat nämlich genauso reagiert wie du jetzt. Weißt du, was gesagt hat? Hm? Da wäre sie nicht mit mir verheiratet, sondern mit der Firma Baumann und Company. Und in der Hochzeitsnacht, da würde der Bosbischil am Ehebett sitzen und mir die Börsenkurse vorlesen. Ich glaube, ganz so Unrecht hat sie nicht gehabt. Ja, damals vielleicht nicht. Und heute? Hat sich da was geändert? Das musst du doch gemerkt haben. Ganz Europa ist in Wien zur Eröffnung der Weltausstellung. Und der Baron Baumann fährt in Gastein spazieren. Ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen. Ich habe die Zeitung sehr aufmerksam gelesen. Da ist nichts davon drin gestanden, dass der Kaiser die Eröffnung abgesagt hat, weil ich nicht da bin. Vor 4 Wochen hätte ich das noch geglaubt. Wie wird es in 4 Wochen sein oder in 4 Monaten? In 4 Monaten? Damals September. Das ist gerade die richtige Jahreszeit für einen Urlaub an der Riviera. Was hältst du davon? Ich fürchte, für den Herrn Postbeschil kommen schwere Zeiten. Aber herrliche Zeiten für den Eduard Baumann. Eröffnung der Weltausstellung ohne Baumann. Galaempfang beim Kaiser ohne Baumann. Demnächst Zusammenbruch der Börse, auch ohne Baumann. Steht es wirklich so schlimm? Noch schlimmer, von mir rede ich nicht, aber den Baumann kann das 1 Million kosten, wenn nicht. Schnellstens, was geschieht? Ja, aber Sie haben doch Vollmacht. Und der Bosbischil auch. Vollmacht? In der Situation muss er selbst entscheiden. Himmel, er braucht noch einmal. Das alles wegen einem Frauenzimmer. Ein erwachsener Mensch mit 55 Jahren. Da soll man nicht mehr Schugge werden. Sag Onkel Moritz. Ja? Sind wir jetzt arm? Blödsinn, wir werden es überleben. Das ist nur ein Wahnsinn. Aber es wird Leute geben, die es nicht überleben werden. Sehr viele Leute. Machen Sie endlich den Mund auf, wo ist er? Die Welt geht unter und der Kümmel durchsteht herum und rührt sich nicht. Herr Bosbischil, Sie sehen doch, dass es ernst ist. Wirklich ernst. Ich werde telegrafieren. Telegrafieren? Wozu? Schreiben Sie ihm doch eine Ansichtskarte. Wir haben ja Zeit. Es geht doch nur um 1 Million. Wegen einer solchen Lappalie werden wir den Herrn Baron doch nicht im Urlaub stören. Telegramm für den Herrn Baron. Geben's her. Danke. Jetzt ist es schon fast 3 und das ist erst heute das erste Telegramm. Der Postbeschil wird nachlässig. Willst du es nicht lesen? Nein, später, wenn die Sonne weg ist. Ich habe früh die Zeitung gelesen. Der Stephansdom steht noch, die Rotunde ist bei der Eröffnung nicht abgebrannt. Majestät haben bestimmt gesagt, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Also wird das Palais Baumann auch noch stehen. Aber es könnte wichtig sein. Wichtig? Für wen?
Für uns beide nicht. Es gibt auch noch andere Menschen. Ich möchte nicht schuld sein, wenn irgendwas passiert. Du bist nicht schuld. Wenn, dann bin ich schuld. Ich bin sehenden Auges und klaren Verstandes in mein Unglück gelaufen. Ich möchte nicht, dass du an irgendetwas schuld bist. Na schön, du Quälgeist. Eine Unterredung mit dem Herrn Baron gebeten. Ich habe gesagt, dass er nicht in Wien ist. Der Herr Baron, dass wir auch nicht wissen, wann er zurückkommt. Ja, warum haben Sie mich denn nicht gerufen? Wollte ich, ja. Deshalb bin ich rausgegangen. Ich habe noch gesagt, der Herr Graf sind in Wien und ich werde den Herrn Grafen verständigen. Nein, hat er gesagt, wenn er den Herrn Baron nicht sprechen kann, ist das nicht erforderlich. Genauso. Nicht erforderlich, hat er gesagt. Wenn er den Herrn Baron selbst nicht sprechen kann, hat sich die Angelegenheit erledigt. Erledigt. Das waren seine Worte. Ich wollte aber doch den Herrn Grafen holen. Er soll einen Moment Platz nehmen, die Exzellenz, habe ich gesagt. Und bin rausgegangen. Auf der Treppe habe ich es dann gehört. Extrablatt, der Schwarze Freitag, 5 Kreuzer, der Herr, danke. Extrablatt, der Schwarze Freitag an der Börse. Extrablatt, Millionenverluste an der Börse. Extrablatt, 5 Kreuzer, die Herrschaften. Extrablatt, bitte sehr, Zusammenbruch des Aktienmarktes. Extrablatt, die Herrschaften. Das Hohe Gericht ist versammelt. Der Angeklagte ist erschienen. Also los. Worauf wartet ihr noch? Ich habe spekuliert. Tausende haben spekuliert. Mein hochverehrter Schwiegervater lebt davon. Ich habe spekuliert. Wären die Kurse gestiegen, hätte kein Mensch was gesagt. Leider sind sie plötzlich gefallen. Leider hast du nicht mit deinem Geld spekuliert, sondern mit den Wechseln des Generals. Und mit Aktien aus einem Kundendepot. Du bist nicht nur ein jämmerlicher Spekulant, du bist doch ein Dieb. Ein mieser, kleiner Defraudant, der seine schmutzigen Finger in die Ladenkasse gesteckt hat. Moritz. Ja, ist schon gut. Ich reg mich nicht auf. Ich bleib ganz ruhig. Geld ist zu ersetzen. Ein Menschenleben leider nicht. Mhm. Dass er sich gleich erschießt, damit hat man doch wirklich nicht rechnen können. Er ist hergekommen, um deine Hilfe zu erbitten. Warum ist er nur nicht zu mir gekommen? Und ich war nicht da. In Bospischils Telegramm ist nur was von Börsenkatastrophe gestanden. Keiner hat was davon gewusst. Ich habe den sauberen Herrn zwar schon lange im Verdacht, aber dass mein Schwiegersohn ein Verbrecher ist. Moritz, will er nichts anderes als Moritz! Ein Verbrecher! Und noch dazu ein Feigling. Wie die Kurse zu fallen begonnen haben, hast du gewusst, was passieren wird, dass die Wechsel platzen. Weil der General kein Geld hat, sie einzulösen. Moritz, bitte. Wir wollen hier keinen Gerichtstag abhalten. Was denn sonst? Wenn du den Mund aufgemacht hättest, wäre alles noch zu regeln gewesen. Hast du mir was gesagt? Hast du dem Postbischil was gesagt? Nein! Den armen Kerl hast du nur noch mit reingezogen in deine Schweinereien, weil du Angst gehabt hast, dass alles auffliegt, weil du geglaubt hast, du wirst dich schon noch durchschwindeln, wie du dich immer durchgeschwindelt hast. Dass ein Mensch so viel Ehre im Leib haben könnte, sich zu erschießen, damit hast du nicht gerechnet. Nein, damit habe ich nicht gerechnet. Du hast recht. Ich bin nicht nur ein Feigling, ein Dieb, ein Defraudant. Ich bin auch ein schlechter Spekulant. Was die finanzielle Seite der Angelegenheit betrifft, werden wir sie in Ordnung bringen. Und was alles andere betrifft, so wird er verschwinden. Nach Amerika oder nach Australien, wohin er will. Er bekommt noch einmal Geld von mir. Ein letztes Mal, damit er verschwindet. Das Geld bekommt er erst nach der Scheidung. Auf eine Bank. Im Ausland. Das müssen die Advokaten genauestens festlegen. Ich lasse mich nicht scheiden, Papa.
Bist du völlig von Sinnen? Du willst dich nicht scheiden lassen? Nein, Papa. Die muss mir Schucki geworden sein. Er ist mein Mann. Ich habe ihn geheiratet und ich bleibe bei ihm. Mir hat er nichts getan. Er hat nichts getan, hast du das gehört? Was er uns angetan hat? Er versteht nichts von Geschäft. Das hat er euch angetan. Er kann nicht mit Geld umgehen. Und das ist das Schlimmste, was einem Menschen heutzutage passieren kann. Weißt du, wie gut er zeichnen kann, Papa? Davon ist jetzt nicht die Rede. Davon war nie die Rede. Zu Weihnachten hat er eine Zeichnung gemacht. Vom Buben und von mir. Die hat er dir geschenkt. Bis heute hast du sie nicht einmal einrahmen lassen. Ihr habt ihn immer nur herumgeschoben. Sogar der Postbischel hat ihn wie einen Laufburschen behandeln dürfen. Aber er ist mein Mann. Und ich lass mich nicht scheiden. Das ist kein Geschäft, das sich mit Geld regeln lässt. Alles weg? Wirklich alles? Alles nicht, aber viel. Was Sie mir zuletzt gegeben haben, ist noch da. Ein Glück. Es war gerade nichts Günstiges greifbar und Bau und Jon hat damals schon gewartet. Ich habe Sie gewarnt, Johann. Ihnen mache ich keinen Vorwurf, Herr Postbeschild. Was habe ich denn schon wollen? Ein Millionär werden? Gell? Unser Hans wird kein Millionär. Ein paar hundert Gulden habe ich verdienen wollen. Wenn es gut geht, einen Tausender oder zwei. Wegen dem Wirtshaus am Häuserbund zu wissen sie. Hör auf. Das hätten wir brauchen können, die Nelly und ich. Wir hätten heute ein bisschen was herrichten müssen. Wie ist denn das da oben? Sperren wir jetzt zu? Einige Verluste, das schon, aber... Naja. Arbeitslos werden Sie jedenfalls nicht, Johann. Der Herr Baron, der wird's überleben. Aber ich... Mir bringt es um. Ist sie das? Demoiselle Annette Berthet. Die Damen vom Theater sehen aber ganz anders aus heute als zu meiner Zeit. Sie darf sich setzen. Dankeschön. Und der setzt sich auch. Er macht mich so nervös, wenn er da so rumsteht. Durchlaucht? Bestellen Sie was. Ein Glas Limonade ohne Zucker, bitte. Ich denke, die Damen vom Theater trinken immer nur Champagner. Nur abends durchlaucht. In Gesellschaft ihrer Liebhaber. Für ihn auch eine Limonade. Ohne Zucker. Ich möchte wissen, wie sowas schmeckt. Und mir meine Melange. Jawohl, durchlaucht. Sie weiß, warum ich sie durch meinen Haushofmeister herbestellt habe. Ich weiß, durchlaucht. Und ich bin trotzdem gekommen. Ich bin nämlich neugierig, was Durchlaucht mir anzubieten haben. Anzubieten? Ich? Ihr? Wenn so eine kleine Sängerin sich einen reichen, älteren Herrn geangelt hat, dann tut sich doch die Verwandtschaft zusammen. Durchlaucht haben ja gehört, wie das beim Theater so ist. Ich bin keine Verwandtschaft. Einer meiner Neffen hat die Tochter von diesem Herrn geheiratet, ohne meine Zustimmung. Was tut die Verwandtschaft? Sie bietet ihr Geld an, um sie loszuwerden.
damit es keinen Skandal gibt. Und das wäre doch ein Skandal, wenn der Baron Baumann ein Mädel vom Theater heiraten würde. Oder? Wenn der Graf Achtenberg plötzlich so ein Mädel vom Theater als seine Schwiegermutter hätte? Das wäre allerdings ein Skandal. Und wenn der Graf Achtenberg womöglich Botschafter in Berlin wird und seine Majestät, der Kaiser, besucht die Botschaft, dann muss der Botschafter das Mädel vom Theater vorstellen. Und da wäre seine Majestät doch sicherlich schockiert. Also jetzt lasse diesen Unsinn. Ihre Melange, durchlaucht. Eine Limonade ohne Zucker. Noch eine Limonade für den Herrn Ferdinand, auch ohne Zucker. Die Kipfern sind ganz frisch. Der Bäcker hat sie gerade gebracht. Wünsch guten Appetit, durchlaucht. Nun, worauf warte? Trinke doch. Na? Erfrischend, durchlaucht. Wirklich sehr erfrischend. Geld. Hat sie gesagt, wie viel wäre denn angemessen? Das weiß ich nicht, durchlaucht. Das weiß er nicht, er weiß doch sonst immer alles. Ich werde Erkundigungen einziehen, durchlaucht. Heute sind sie frisch. Wie viel Geld? Die Helene Staracek vom Karl-Theater, die den Grafen Guntram hätte heiraten wollen, die hat 20.000 Gulden bekommen. 20.000 Gulden? Habe ich 20.000 Gulden? Im Bar nicht, durchlaucht. Geld ist das Einzige, was ich offenbar nicht habe, meine Beste. Wenn wir Artenberg Geld gehabt hätten. Na, das wird Sie wohl nicht interessieren. Ich will gar kein Geld von Ihnen, durchlaucht. Also, wir sind doch heiraten. Diesen Baumann. Natürlich, schaut er viel mehr heraus als lumpigen 20.000 Gulden. Wenn ich ihn heirate, dann heirate ich ihn nur, weil ich ihn gern habe. Aber erzähl sie mir doch nicht. Sie ist eine junge Person. Er ist ein Mann mit einer erwachsenen Tochter und zwei Enkeln. Wie kann sie ihn gern haben? Wie ich den Fürsten Slansky geheiratet habe, war ich 18 Jahre alt. Er war 30 Jahre älter als ich. Ich habe ihn geheiratet, weil meine Eltern es wollten. Aber gern. Wie kann sie den Baumann gern haben? Weil er ein anständiger Mensch ist, durchlaucht. Das ist doch kein Grund zum Heiraten. Ferdinand ist auch ein anständiger Mensch. Habe ich ihn geheiratet, wie ich Witwe geworden bin? Dabei hätte ich ihn sogar gern gehabt. Anständiger Mensch. Zu meiner Zeit hat man wegen der Familie geheiratet oder wegen Geld oder sogar aus Liebe. Verliebt war ich schon oft, durchlaucht. Und reiche Verehrer. Ich kann mich nicht beklagen, aber einen anständigen Menschen, durchlaucht, davon habe ich noch nicht allzu viel kennengelernt. Durchlaucht hätten sich gar nicht bemühen müssen. Der Baron und ich werden nicht heiraten. Er nimmt mich nämlich nicht. Ah, sie ist doch eine hübsche Person, warum nimmt er sie nicht? Eben, weil er ein anständiger Mensch ist. Er würde sein ganzes Leben lang ein schlechtes Gewissen haben, weil er mit mir weggefahren ist und weil er nicht da war. Deshalb ist es passiert. Wäre er da gewesen, hätte es vielleicht verhindern können. Wenn er mich jetzt heiratet, dann wäre doch das wie eine Belohnung für etwas, was er falsch gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du auch mich verstehen. Also was sagt er dazu? Ich würde meinen, dass man dem Baron Baumann keine Schuld an den bedauerlichen Vorgängen geben darf. Nein, Schuld ist er nicht. Er ist eben ein anständiger Mensch. Fast möchte ich sagen, leider ist er ein so anständiger Mensch. Der Ferdinand, der ist leider auch so ein anständiger Mensch. Er hat mir Kummer sparen wollen. Darf ich jetzt gehen? Demoiselle Berthe, der Ferdinand wird ihr Nachricht zukommen lassen, wann sie mich einmal besuchen darf. Zum Tee. Hm?
Wien 1867. Ein Jahr nach der österreichischen Niederlage bei Königgrätz. Gründerzeit. Aufstieg der neureichen Industriellen zur Geldaristokratie der Ringstraßenbarone. Einer von ihnen ist Eduard Baumann, ein Leinenwebersohn, jetzt Textilfabrikant. Und das ist seine Welt in seinem neuen Palais an der neuen Ringstraße. Johanna, Eduard Baumanns einzige Tochter. Karl, sein jüngerer Stiefbruder, eine Künstlernatur. Stein und Mendel, die Geschäftsfreunde, Bankiers in Wien und Paris. Und Pospischil, Buchhalter, Prokurist und der gute Geist im Palais Baumann. Und dieser Besucher ist Rittmeister Franz Graf Artenberg. Seine hocharistokratische, bis über beide Ohren verschuldete Familie hat ihn ermächtigt, mit Baumann über den Verkauf ihrer Textilfabriken in Böhmen zu verhandeln. Die Tante Durchlaucht, Oberhaupt des Hauses Artenberg. Schockierender noch als eine Zeit, in der man mit einem Herrn Baumann Geschäfte machen muss, finden sie und ihr Haushofmeister Ferdinand die Zuneigung, die der Neffe Franz zu Johanna Baumann gefasst hat. Sein älterer Bruder Bernhard sieht die praktische Seite der Beziehung. Das Geld der Baumanns soll den Familienbesitz retten und Franzens Diplomatenkarriere finanzieren. In Baumanns Firmenkonzept passt Johannas Interesse für den jungen Grafen ebenso wie eine Heirat zwischen seinem Bruder Karl und der Tochter des Geschäftspartners Stein passen würde. Karl fügt sich diesen Plänen. Johanna aber begehrt auf. Sie liebt Franz, möchte aber nicht wie ein Aktienpaket behandelt werden. Johanna und Franz setzen sich am Ende über alle Hindernisse hinweg. Und so beginnt in diesem Wiener Ringstraßenpalais der gemeinsame Weg der Familien Baumann und Artenberg durch ein Jahrhundert bis in unsere Tage herauf. Irgendwas Neues? Der Pospischil hat schon zweimal nach dem Herrn Baron gefragt. Herr Pospischil, Pichter, Herr Pospischil. Jawohl, der Herr Pospischil ist nervös. Kann ich mir vorstellen, wegen heute Abend. Aber er braucht überhaupt nicht nervös zu sein, der Herr Pospischil. Herr Baron, können Sie sich ruhig auf mich verlassen. Ich weiß, Pichter, ich weiß. Scheißtag, ich brauche Sie heute nicht mehr. Holen Sie Frau Gräfin und die Kinder vom Volksgarten ab. Jawohl, Herr Graf. Scheißtag, ich bitte Sie, hören Sie auf, ich bin kein Graf. In so einem Palais ist man ein Graf, Herr Graf. Darf ich mir bei der Gelegenheit erlauben, zu gratulieren? Wozu denn? Weil Sie doch jetzt Baron geworden sind, Herr Graf. Dein ist der Stein, ne? Baumann Durchlauf, der mit dem braunen Hut. Der alte Stein war wenigstens ein Herr von Stein. Aber kleiner ist er. Er ist ein Jahr jünger, Durchlauf. Trotzdem, man merkt den Unterschied. Die Artenberg waren immer groß. Ist sie schon wieder da? Jeden Freitag, pünktlich wie die Uhr. Sie weiß, dass wir da vorbeikommen und ich weiß, dass sie darauf wartet. Und das soll immer so bleiben? Möglich, dass sie den Papa jetzt zur Kenntnis nimmt.
Unter günstigen Verhältnissen tritt das große Unternehmen ins Leben. Der Friede Europas ist ungetrübt und Österreich nach allen Richtungen hin in erfreulichem Aufschwung begriffen. Ja, wenn der Herr Baron immer dazwischen greifen, dann sind wir bitteschön morgen auch noch nicht fertig. Fischstech Bitzi, Sie machen mich ganz nervös. Gehen Sie lieber runter und helfen beim Buffet aus. Anziehen kann ich mich auch als Baron noch selber. Wie Herr Baron wünschen. Franz Josefs Orden zweiter Klasse. Erste Klasse, das ist was. Den braucht man sich nicht um den Hals zu hängen, den pickt man sich auf den Bauch und geht schon. Ich werde es dem Kaiser ausrichten. Dankeschön. Na, lesen Sie weiter. Bitteschön. Also, was haben Majestät noch gesagt in der Thronrede? Ah, da haben wir's. Der Aufschwung des volkswirtschaftlichen Lebens und stetige Zunahme des Staatskredits. Postbischel. Bitte? Sag's. Passt mir der Frack überhaupt? Schön. Zunahme des Staatskredits. Geben begründete Hoffnungen auf baldige und vollständige Regelung des Staatshaushaltes. Neppig? Steht das auch drin? Natürlich nicht. Majestät sagen nicht neppig. Aber Majestät haben ja auch keine Ahnung von der Börse. Ich habe mir da beim Herrn von Stein eine Aufstellung besorgt. Einen Moment. Wo ist das? Das Rahmen. Herr Baron. 530 neue Aktiengesellschaften in 16 Monaten. 900 Millionen Gulden Kapital. Das ist viel Geld. Ja. Aber Aktien haben Sie ausgegeben für 2,8 Milliarden. Das muss ja einen Krach geben, sagt der Stein. Krach? Was heißt das? Ich glaube, er hat Crash gemeint, der Stein. Aber kann er schon Englisch? Man sollte allmählich abzustoßen beginnen. Deshalb wollte ich mit Ihnen reden. Der Stein fährt morgen nach Paris und bleibt eine Woche weg. Man sollte eine Entscheidung treffen. Also gut. Ich werde mit dem Stein sprechen. Ausdrücke sind das. Krach. Hat irgendjemand abgesagt für heute Abend? Nein, ja, alles hat zugesagt. Sogar der General. Was? Auch Ihre Durchlaucht? Die Tante? Die nicht. Die hat uns nicht einmal die Ehre, ihre Absage zuteilwerden lassen. Das hätte mich auch gewundert. Was bist du? Was ist denn, wie sie ausschaut? Wieso? Na, marsch in den Frack. Frack? Ich auch? Natürlich Sie auch. Schließlich sind Sie jetzt der Prokurist von einem Baron. Haben Sie überhaupt einen Frack? Natürlich habe ich einen Frack. Seit 30 Jahren. Zum letzten Mal habe ich ihn angehabt, wie das Fräulein Johanna geheiratet hat. Damals hat er noch tadellos gepasst. Ja, noch was. Diese Tänzerin, die der Strauß mitbringt. Sängerin, Herr Baron, ja. Es ist eine Sängerin. Sängerin. Moment, ich habe ihn. Wo habe ich denn den? Demoiselle Anne.